Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play mit mir, dem Gunshot und natürlich Battlefield 4 China Rising. Das ist mein erstes Let's Play und ich versuche euch hier nur ein bisschen was zu dem neuen DLC zu zeigen, wie die Maps so aufgebaut sind und allgemein natürlich viel übers Gameplay. So. Und wir schauen noch mal kurz, wo gleich was los ist. Bei Alpha scheint schon wieder gut was los zu sein. Jetzt die Lage checken. Ich bin unterwegs mit dem RPK-12. Einfach zurzeit das beste MG, was man zurzeit kriegen kann. Meiner Meinung nach. Da haben wir auch schon ein paar Gegner. Na, Hitbox. Einmal rum. So, den haben wir. Da kommen gleich noch ein paar mehr. Müssen wir gleich gucken, dass wir das gut überleben hier. Gut, erstmal gewandt. Das war schon eine Flak zu uns unterwegs. So, der ist auch weg. Ich bin ja selbst mehr der Fan vom Salvenschießen und hat einfach die Kugeln wesentlich besser unter Kontrolle. Und trifft natürlich auch den Gegner so auch auf größere Entfernung etwas besser. Gerade mit der RPK-12 ist das eigentlich ganz gut. Oh, gucke an, zwei Stück. Die holen wir uns gleich. So, steigen wir mal ein. Na, damit wir nicht so lange brauchen. Wir müssen mal das Dirt Bike nehmen. Sehr schön, dass wir das jetzt auch wieder drin haben. Ah, hier scheint gerade nicht allzu viel los zu sein. Oh, da kommt doch schon was. Das scheint soweit auch schon gewesen zu sein. Dann gehen wir gleich mal weiter zu Charlie. In meinem Squad selbst ist nicht allzu viel los. Gleich mal anders aussuchen. An alle, Einsatzziel Charlie. Die RPK-12 spiele ich jetzt noch nicht allzu lange. Hab deswegen bisher kaum Verbesserungsmöglichkeiten. Aber selbst durch Kim und Korn lässt sich die Waffe eigentlich sehr einfach spielen. Diese Waffe schaltet man durch einen Auftrag frei, was eigentlich relativ easy zu meistern ist. Dadurch, dass man jetzt natürlich auch nachgucken kann im Battlelog, was genau man dafür tun muss. Er schreit dann noch nach Munition. Haben wir. Gut. Ja, hopp's mal rauf. Und gleich mitfahren. Mal sehen, wo es hingeht. So, wo will er hin? Delta. Da haben wir doch direkt jemanden. Der ist weg. Hat leider meinen Kameraden hier gerade bekommen. Das ist natürlich weniger gut. Ich stehe hier alleine rum. Macht sich in so einer Situation natürlich immer gut, hier allein rumzudüppeln. Naja, gucken wir mal, was wir dort machen können. Ah, und da ist direkt jemand.
Na, kommt er? Eher nicht. Das heißt, wir wechseln wieder. Ah, da hinten haben wir noch jemanden. Er scheint diverse Lecks zu haben, der Junge. Das tut mir natürlich leid für ihn. Besser für mich. So sieht das aus. Man merkt halt so sehr schnell, mit relativ wenig Schuss kriegen wir den Gegner down. In dem Moment 61 Schuss nur im Magazin. Das ist natürlich etwas bei Massen natürlich kontraproduktiv, aber wir spielen ja hier auch nicht Operation Spind. Da wäre die Waffe sicherlich etwas ungeeignet dafür. Gut, hier scheinen wir soweit alles unter Kontrolle zu haben. Ein kleiner Sniper, der sich hier meint einmischen zu müssen. Da hat er einen auch direkt. One-Shot. Schlecht von mir, aber meine Granate hat ihn noch bekommen. Von daher klappt das. So. Bei Alpha ist ein Einzelner, das kriegen die locker alleine hin. Wir gehen mal wieder zu Alpha. Versuchen da noch ein bisschen was zu reißen in dem Moment. Habe ich gerade Alpha gesagt? Ist ja egal. So, jetzt bin ich hier wieder zu Fuß unterwegs. Das ist natürlich super herrlich. Naja, die Fitness und so weiter mit MG wiegt ja auch ein bisschen was. Desto fit ist er bei der nächsten Map. Jetzt bin ich allein im Squad. Macht sich schlecht. Gucken wir mal kurz, was sich squad-technisch machen lässt. Ob wir noch irgendwo was haben. Na, hier siehst du, gehen wir bei Bravo mit rein. Und versuchen hier direkt nur ein bisschen. So, Charlie ist aber nur mittlerweile verteidigt, deswegen gehe ich jetzt einfach trotzdem mal weiter. Feindlicher Bomber über mir. So, da hinten haben wir jemanden. Wäre jetzt irrwitzig, wenn ich das versuchen würde. Gut, aber auf die Entfernung müsste es gehen. Naja, ein paar Hits habe ich landen können. Schauen wir mal. Sehr offensichtlich hier die doofe Treppe. Wir gehen einfach mal von hinten rein. Versuchen, dass wir da nicht direkt weggeflasht werden. Gut, den haben wir. Der hat sich das so gedacht. Die Munition geht ab. So, dann haben wir doch Delta gleich. Beziehungsweise ist jetzt schon unser. Natürlich wieder der zentrale Standpunkt. So. Jetzt möchte Echo verteidigen. Schauen wir mal, was bei Echo los ist. Helikopter im Nacken. Da kommt doch direkt eine Flak, das ist ganz schlecht. Ich drehe ihn einfach nochmal um. Ich sehe gerade auf der Minimap. Da haben wir ein kleines Moped. Damit werde ich etwas schneller zu Echo gelangen, denke ich. Oh, das ist jetzt ganz schlecht, was hier läuft. Wir versuchen einfach mal noch irgendwie hier wegzukommen. Die Flak hält schon ordentlich drauf. Einfach mal versuchen, das zu überleben. Die wird sich nicht in unsere Richtung bewegen, denke ich mal. Dort haben wir einen schönen Heli. Vielleicht achtet die auch gar nicht auf mich, die Flak. Das wäre jetzt natürlich endgeil.
So, die ist weg. Das war's mit dem Fahrzeug, aber ich bin direkt tot. Der Typ ist noch rechtzeitig ausgestiegen. Oder er war zufällig auch an dem Ort. Wer weiß. Unnamed yet. So, steigen wir doch gleich mal bei unserem Kumpel mit ein hier. Zweiter Klasseplatz. Nicht so optimal jetzt. Wir steigen einfach mal direkt aus. Ja, hier ist ein bisschen viel los gerade. Einsatzziel Charlie wurde erobert. Vielleicht haben wir auch jemanden hier, der ein Medikit schmeißen kann. Sieht bis jetzt gerade nicht so aus. Lass mal kurz ins Fahrzeug. Ein bisschen verharren. 50%. Die hauen nochmal ab. Das hat so keinen Sinn. Sniper ist auch irgendwo. Versuchen uns mal zu holen. Bevor er meint, hier weiter Stress machen zu müssen. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Echo verloren. Okay, das war wohl nichts. Auch schon wieder nichts los. Jetzt noch Delta. Ja, ich höre ein Motorrad. Da. Das ist jetzt natürlich wieder super. Dark Döner dreimal, alles klar. Nehmen wir uns diesmal ein eigenes Vehikel. Versuchen auf die Art noch ein bisschen zu unterstützen. Achtung, wir haben Einsatzziel Gold verloren. Ja, die Map Altai finde ich eigentlich ganz gut. Kommt es doch mal darauf an, worauf sie sich festlegen hier. Wenn immer an Delta rumgecampt wird, das geht mir persönlich ein bisschen auf den Senkel. Immer dasselbe da oben. Man wird abgeschossen und so weiter und so weiter, da ständig rumzugimpen und zu versuchen, die Ankommenden da aufzuhalten. Man mag zwar viele Kills dort machen, aber für mich persönlich mag ich dann doch lieber den Kampf direkt hier in der Natur, bei den Steinen und so weiter. Mit den Winkeln finde ich echt gut, viele Möglichkeiten auszuweichen. So, hier habe ich jetzt jemanden übersehen. Das ist natürlich schlecht. Ja, das war natürlich für den Arsch. Aber naja, schauen wir mal. Ich hab den feindlichen. Wir unterstützen einfach mal schnell bei B. Versuchen hier nochmal ein bisschen was zu reißen. Ja, spawnen und direkt jemanden im Nacken haben ist natürlich auch nicht schön. Wo ist mein Squad? Die hängen komplett bei Delta rum. Mischen wir uns einfach mal mit dazu. Südlich von dir ist ein feindlicher Panzerwagen. Hier, du brauchst Muni. Hier ist deine Munition. Hier wird jetzt wieder was gecampt, wie es scheint. Da haben wir wieder das, was mir so persönlich so ein bisschen auf den Sack geht. Das spiele ich nicht so ganz gern mit.
Und ich versuche einfach mal woanders mit denen zu fahren. Ja, jawohl. Die Handbremse funktioniert, ich merke das schon. So, den haben wir. Hier ist natürlich jetzt noch irgendwo einer, den ich nicht genau identifizieren kann. Ja, das war fast, hätte ich es noch geschafft. Ach ja. So, da wollen wir uns gar nicht abbringen lassen. Ich mache einfach mal direkt weiter. Den haben wir. Das war doch, nee, das war Highflyer. So, pass auf. Leck mich am Arsch. Wo bist du hin? Ja, da vorne ist er. Derselbe wie eben. Ich weiß zwar nicht, warum meine Leute den nicht ausgeschaltet haben, aber... Gut, oben ist jetzt schon wieder empty. Das heißt, wir gehen wieder zu dem. Schauen wir, was hier so geht. Oben haben wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Viele Männer. Die wollen einen natürlich jetzt weghauen hier. So. Ja, ja. Das Squad hat wieder ein Field Upgrade bekommen. Komm, wir können das relativ lange behalten. Ja, er denkt jetzt, er trifft. Von rechts. Dabei hatte ich ihn von vorne erwartet. Das kommt natürlich schlecht rüber jetzt hier. Dennoch drücken wir die ganz gut weg. Schauen wir mal, wie lange wir das halten können. So. So. Hier sind natürlich wieder ein paar Feinde unterwegs. Hier ist deine Munition. Sonst könnten wir es einnehmen. Wird aber auch keiner aufgedeckt. Da vorne irgendwo. Den haben wir. Einer versucht hier noch die ganze Zeit zu snipern. Wo war da oben? Aha. Sehr gut. Ja. KK wie kein Kommentar, genau. Den muss ich mir jetzt leider sparen. Wir nehmen uns dann einfach mal den schicken Heli. Oder sind einfach bloß alt. Was zum Teufel, Alter. Das ist immer so das Supergeile, wenn man nicht fliegen kann. Oh mein Gott. Naja, Hauptsache, man ist einfach mal in den Heli eingestiegen, ne, und dachte, man fliegt mal eine Runde um und versaut einem einfach mal den ganzen Act gerade. So. Hier unten haben wir ein paar Piepschen. Sehen zu, dass wir die gleich wegkriegen. Wo haben wir sie? Die müssen so hier direkt unmittelbarer Nähe sein, irgendwo. Vorne. Da. Das ist halt das Problem. Wenn man die Salven nicht ordentlich verschießt. Ja. Genau, ich habe die Salve nicht ordentlich verschossen. Da war er natürlich besser dran mit seinem Elsat. Elsat ist natürlich auch kein schlechtes MG. Aber normalerweise hätte ich ihn locker haben müssen.
Den haben wir auch noch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der andere abgeblieben ist. Einer ist hier bestimmt noch. Zwei habe ich weglaufen sehen. Oder der ist schon down. Da oben. Siehst du? Er trifft trotzdem, auch wenn er so weit weg ist. Wenn man es halt ordentlich macht. Ja. Kommt natürlich wieder hier ein Typ, der sich seinen Namen super gut ausdenken konnte. Einfach mal komplett Face Roll über die Tastatur und schon ist der Name entstanden. Einmal frei. Geht's jetzt dazu. Wir unterstützen hier weiter beim Squad. Beim Titty Twister, oder wie er sich nennt. So. Schauen wir mal weiter. Echo scheint soweit sicher zu sein. Und da kommt doch schon die Schlussmelodie. Das war sicherlich kein perfektes Let's Play, aber wie gesagt, eins meiner ersten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.